Apropos Museum, davon hat Thüringen an die 200, von den großen Kunsthäusern über naturkundliche Sammlungen bis hin zu Heimatmuseen, wie in Nitscherreuth im Landkreis Greiz. Dort wurden erst vor kurzem zwei wertvolle Bücher von 1589 entdeckt. Die haben inzwischen die Bibliothekare des Greizer Sommerpalais unter ihre Fittiche genommen. In Nitscherreuth gibt es immer noch genug zu entdecken und das, obwohl es Anfang des Jahres für das Museum gar nicht gut aussah. Was ist das? Alles Originale. Und doch berühren nicht verboten. Anfassen und ausprobieren ist sogar erwünscht im Bauernmuseum in Nitscherreuth. Der Dreiseitenhof ist für die Dorfbewohner seit 1986 zu einem Treffpunkt geworden. Und mit besonderen Anlässen lockt er schon mal ganze Gästescharen in den Ort. Also das bewegt sich über den Tag so mit 800 bis 1000 Besuchern. Es ist auch immer ein bisschen wetterabhängig. Am Wetter lag es nicht und doch wäre es mit dem Museum fast zu Ende gewesen. In diesem Frühjahr, als die bisherigen Betreuer des Hofes in den Ruhestand gingen. Ja, wir haben das gelesen und haben gedacht, das ist das, was wir schon lange uns erträumt haben, so ein Projekt zu übernehmen. Wir haben schon verschiedene ähnliche Projekte gesehen. In Skandinavien gibt es sehr schöne Mitmachmuseen, die haben uns schon immer fasziniert. Und sowas Ähnliches haben wir uns vorgestellt, selbst auf die Beine zu stellen. Deshalb bewarben sich die Richters aus Triebes ums Museum in Nitscherreuth. Sie laden nun ein, Haus und Hof zu entdecken. Dazu gibt es das Angebot, selbst einfache Geräusch- und Musikinstrumente zu basteln, Hausrat und Spielzeug von früher auszuprobieren. Und so ein Stück vom Leben der Urgroßeltern nachzuleben. Das kannst du wohl gar nicht. Wir haben ja das Glück, dass wir das Museum pachtfrei zur Verfügung gestellt bekommen. Wir müssen also nur die Betriebskosten tragen, nur in Anführungsstrichen. Und wir merken auch, dass von der Dorfbevölkerung wirklich eine große Unterstützung kommt. Für den Moment ist das Bauernmuseum Nitscherreuth gerettet. Die neuen Betreiber sind froh, dass die Dorfbewohner dem Museumscafé als Stammgäste treu sind. Und sie hoffen auf viele Schülergruppen, Familien- und Vereinsprojekte, damit Einnahmen reinkommen und die Rechnung aufgeht.